Jona war ein Prophet zur Zeit der Könige Israels, einer Zeit großer politischer und geistiger Unruhen. Jona, dessen Name auf Hebräisch Taube bedeutet, wurde von Gott zu einer außergewöhnlichen Mission berufen. Jona begann seinen Auftrag, als Gott ihn rief, in die Stadt Ninive zu gehen und ihre Bewohner vor ihren bösen Praktiken zu warnen. Der göttliche Befehl war, Ninive sollte sich von seinen sündigen Praktiken abwenden. Doch Jona, der von Angst überwältigt wurde, widersetzte sich und beschloss, vor seiner Verantwortung davonzulaufen. Sein Zögern, dem Ruf Gottes zu gehorchen, war nicht umsonst, denn er fürchtete die Gegenreaktion der Niniviten, eines assyrischen Volkes, das für seine Grausamkeit bekannt war. Anstatt nach Osten nach Ninive zu fahren, ging Jona an Bord eines Schiffes in Richtung Westen nach Tarschisch. Er glaubte, dass er Gottes Gegenwart und seinen Plänen entgehen könnte, wenn er so weit wie möglich davonliefe. An Bord des Schiffes versuchte er, sich vor Gott zu verstecken, aber sein Plan wurde schnell durchkreuzt. Gott schickte einen heftigen Sturm, der so stark war, dass er das Schiff zu zerstören drohte. Die verzweifelten Seeleute zogen das Los, um herauszufinden, wer für den Sturm verantwortlich war. Das Los fiel auf Jona, der gestand, dass er vor der Gegenwart Gottes geflohen war. Er befahl den Matrosen, ihn über Bord zu werfen, um den Sturm zu beruhigen. Sie gehorchten nur widerwillig, aber da sie keine andere Wahl hatten, legte sich der Sturm bald, nachdem Jona aus den Augen der Seeleute verschwunden war. Jonas Opferhandlung war ein Wendepunkt, an dem er begann, die Schwere seines Ungehorsams zu verstehen. Als Jona trieb, wurde er von einem großen, von Gott gesandten Fisch verschluckt. Er verbrachte 3 Tage und 3 Nächte in seinem Bauch. Diese erstaunliche Erfahrung wurde zu einem Moment der tiefen Selbstprüfung und des Gebets. Jona schrie in seiner Verzweiflung zu Gott, erkannte seine Schwäche und bat um Erbarmen. Das Gebet des Jona zeigt seine ganze Reue und die Einsicht, dass er nicht vor Gott weglaufen oder sich gegen seine Pläne stellen kann. Er erkannte Gottes Souveränität an und dankte Gott für seine Rettung, obwohl er sich im Bauch eines Fisches befand. 3 Tage später spuckte der Fisch Jona an das trockene Land und gab ihm eine 2. Chance, seinen göttlichen Auftrag zu erfüllen. Nachdem er von dem großen Fisch befreit worden war, machte sich Jona schließlich auf den Weg nach Ninive, um den Ruf Gottes zu gehorchen. Als er dort ankam, ging er durch die Stadt und verkündete die Botschaft Gottes, in 40 Tagen wird Ninive zerstört werden. Anders als von Jona erwartet, glaubten die Menschen in Ninive der Botschaft Gottes und begannen umzukehren. Als sie die Botschaft hörten, tat sogar der König von Ninive um. Gott bemerkte die aufrichtige Reue der Niniviten und beschloss, die versprochene Zerstörung nicht herbeizuführen. Aber Jona reagiert schlecht auf die plötzliche Änderung der Pläne seines Schöpfers und offenbart damit seine eigenen Vorurteile und sein mangelndes Verständnis für Gottes barmherzige Natur. Gott benutzte dann eine Pflanze, um Jona eine Lektion zu erteilen. Als die Pflanze, die Jona Schatten spendete, abstarb, trauerte er sehr um sie. Gott wies darauf hin, dass, wenn Jona sich um eine Pflanze sorgte, Gott sich viel mehr um die mehr als 120.000 Einwohner von Ninive sorgen müsste. Die Geschichte von Jona ist nicht nur ein außergewöhnliches Abenteuer, sondern auch eine eindrucksvolle Lektion in Sachen Barmherzigkeit und Umkehr.